Ich habe die Poltherapie ins Leben gesetzt, weil ich selbst Probleme hatte. Ich hatte selbst fürchterliche Rückenschmerzen und dann bin ich überall herumgeirrt und keiner konnte mir helfen, wie ich es jetzt häufig bei Patienten erlebe. Und das war für mich dann gleichzeitig ein Anstoß, umzudenken. Und dann habe ich verschiedene körpertherapeutische Ausbildungen gemacht und dadurch bin ich auf eigene Sachen gekommen. Vor allen Dingen, weil ich dann angefangen habe, Erfahrungen mit Patienten zu sammeln. Und einmal habe ich gesehen, wie verspannt die alle sind, wie zusammengezogen die sind, wie steif die sind. Meine Psychoanalysepatienten waren mir vorher nie aufgefallen. Und dann habe ich angefangen, meine Patienten körperlich zu behandeln. Die Poltherapie ist eine Verbindung von mentalen und körperlichen Verfahren. Wir arbeiten eigentlich an dieser Verbindung von Körper und Seele. Das Besondere an der Poltherapie ist, dass wir uns immer den Menschen als Ganzes anschauen, also das ganze Muster versuchen zu erkennen. Es geht immer darum, dass man diese Dauerverspannung, die sich gebildet hat, löst. Auch wenn wir Bewegungen unterrichten, befreien wir eigentlich. Wir stellen nur den natürlichen Zustand wieder her, weil man sehen kann, überall wo der chronische Schmerz ist oder die Angst ist oder die Bedrückung ist oder die chronische Übelkeit ist, überall sieht man, die Bewegung ist eingeschränkt. Es gibt Orthopäden, es gibt Neurologen und Fachärzte für vieles andere, aber leider keine Disziplin für das ganze Bewegungssystem, also die Muskeln und die Faszien. Und wenn man sich vorstellt, dass über 50% unseres Körpers aus Muskeln und Faszien bestehen, kann man sich auch leicht vorstellen, dass natürlich eine Menge von Problemen und Beschwerden entstehen können, wenn diese Gewebe nicht richtig funktionieren. Und das ist die Lücke, die die Poltherapie ergänzt. Es geht eigentlich um Somatosensorik, das Spüren des eigenen Körpers, das sich selbst spüren lernen und sich bewegen lernen. So eine Therapiemethode aufzubauen, dauert einfach. Am Anfang geht es natürlich schleppend, wenn niemand die Methode kennt. Das ist aber jetzt über die letzten Jahre explodiert, weil wir natürlich viel behandeln. Und das Nette ist, dass jetzt in den Ausbildungsgruppen ganz viele ehemalige Patienten von uns sind, Freunde von ehemaligen Patienten, die Therapeuten von ehemaligen Patienten. Mein Vater hat auch schon die Poltherapie gemacht und so bin ich dann natürlich relativ früh mit in Berührung gekommen, habe recht früh auch in der Praxis das Ganze gesehen und schon viele, viele Erfolge gesehen, die mein Vater hatte damit und das hat mich sehr fasziniert. Also es waren vor allem die schnellen und großen Sprünge, die gemacht wurden in der Therapie, die ich so von anderen Therapieformen nicht gekannt habe. Also es waren ganz tolle Erlebnisse, die da so passiert sind mit den Patienten.